Wieder. Warum bin ich denn jetzt ausgeloggt? Ich kann euch mein Passwort ja nicht zeigen. Stimmt das jetzt auch? Ja, wir hatten gestern eigentlich das als Vollbild, wollten wir streamen. Aber ich habe das dann als Vollbild gemacht. Also ihr seht jetzt hier unten noch meine Browserzeile, was ich irgendwie total blöd finde. Wenn ich das aber als Vollbild laufen lasse, auf dem linken Bildschirm und rechts irgendwas anklicke, Discord oder eine Website, was gucken will, dann hat es immer ganz kurz so eine Sekunde einen schwarzen Bildschirm. Und das ist jetzt, soweit ich sehen kann, muss ich aber auch gleich echt mal überprüfen. Wo ist denn jetzt das Live-Ding hier von Twitch? Leute. Bitte. Ich suche gerade noch. Ich gucke gerade mal, wer da jetzt war. Aber ich finde mein eigenes. Also, das ist total doof. Hier bei Dashboard. So, ja, jetzt geht das Dashboard aus. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob das den Stream hier stört. Auf jeden Fall wollte ich jetzt. Wer war denn da gerade im Chat? Wer hat sich denn da reingeschlichen? Hallo? Hallo? Wer war im Chat? Oh, jetzt habe ich einen lila Punkt. Ich streame. Ich habe verschiedene Integrationen für Discord gefunden. Irgendwo ist auch eine Integration hier in dem Stream. Wo ich das mit Discord verbinden kann. Und dann können meine Abonnenten hier auf Discord chatten mit dieser besonderen, mit einem besonderen Zugang auf Discord. Aber das sieht man ja dann wieder nur auf Discord. Und das müsste man ja dann hier einbinden. Ich bin aktuell ein kleines bisschen überfordert. Egal. Über die ganze Technik und so, da mache ich mir gleich Gedanken. Ich will jetzt gerade noch mal testen, ob es hier so ein Geflacker gibt. Wenn ich im Nicht-Vollbildmodus irgendwas mache auf der rechten Seite. Nee, da hatte die Area recht. Die hat mir geschrieben, es kann an dem Vollbildmodus liegen. Okay, soweit sind wir jetzt schon mal. Normalerweise würde ich meine YouTube-Kumpel fragen, wie viel Latenz haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, oh, sechs, sieben. 7 Sekunden. Bis ich meine Finger selber sehe hier im Stream. Okay, geht ja eigentlich. Also besser war ich auf YouTube auch nie, ne? Also eigentlich muss ich es gleich sagen, ich bin YouTuber. Wenn Twitch mich dafür hier rausschmeißt, not my fault. Im letzten Stream hier hatten wir auch englische Chatter. Das fand ich ganz witzig. Ich kann auch auf Englisch sprechen, nur viele, 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 viele meiner Freunde verstehen das dann halt nicht. Und da muss ich dann, versuche ich mich immer so ein bisschen zweizuteilen. So, ich kann jetzt hier gerade sehen, auf Twitch den Stream überwachen. Was ein bisschen blöd ist, dass ich dann, wenn ich das größer mache, ist der Chat weg. Hilfe. Na gut, da kriegen wir auch noch Lösungen für. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich überhaupt auf Twitch streamen soll. Ich spiele RuneScape, das Spiel der Spiele, genau. Und wenn ich hier auf 42 klicke, das ist, wer das kennt, Douglas Adams, die Zahl 42, genau, die ist sehr wichtig. Aber was hatte ich denn gerade hier für einen Ton eben drin? Das muss ich mir im Stream gleich nochmal angucken. Ich habe das nicht verstanden. Da war irgendein Ton. Jemand hat geredet. So. Hoch. Ich sehe gerade, dass. Moment. Dass ich was im falschen Textkanal geschrieben habe. Hier auf Discord. So. Ihr seht mich jetzt hier wieder an meiner Spielerfarm herumstehen. Es sind keine neuen Hasenbabys geboren worden, weil die wirklich ganz extrem sich fortpflanzen. Und jetzt seht ihr vielleicht hier unten, hier im Chatfenster ist sehr klein. Ich lese mal vor. Welcome to RuneScape. Ich spiele das Spiel auf Englisch. Your farm is now in summer. Deine Farm ist im Sommer. This is role-playing world. Das ist eine Rollenspielerwelt. If you'd prefer not to roleplay, please use a different world. Also, wenn man hier keinen Bock auf Rollenspiel hat, dann soll man eine andere Welt benutzen. Aber das ist ja mein Ding, ne? Rollenspiel, genau. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich das hier im Auge behalten soll. Ich habe ja die letzten Tage schon mal rumgejammert, dass ich entweder den Discord-Chat sehe oder den
Twitch-Chat im Stream und das ist irgendwie, da, keine Ahnung, da finden wir eine Lösung, aber um meine YouTube-Streams halbwegs auf Vordermann zu bringen, habe ich ein halbes Jahr gebraucht. Ne? Also richtet euch auf eine lange Wartezeit ein, falls irgendjemand so verrückt ist, sich hier meinen Twitch anzugucken. Oh, guck mal, jetzt ist eins der Babys hier auch groß geworden, da muss ich direkt mal gucken. Das ist die Mutter, das ist der Vater. Und das ist ein Kind, das ist jetzt groß geworden. Und was ist denn Slowpoke? The animal is slower than most others. Ja, das ist kleiner als die anderen, das tue ich weg. Das können wir verkaufen. Genau. Hier an den Elf kann ich das. Hier ist ihn verkaufen. Das machen wir gleich mal. Einen kann ich noch verkaufen. Lexi, nö, den anderen. Silver. Ja, Silver muss gehen. Und wenn ich jetzt das letzte hier verkaufe, seht ihr das? An den Elf, der kauft einen Hasen und der hatte mir gerade gesagt, er kauft heute nur noch einen. Zack, ist er weg. So, jetzt ist nur noch hier der Schafstreichler da. Der Werwolf, der im Leben nicht das Schaf streichelt. Ich weiß, was er damit macht. Oder ich ahne es zumindest. Das ist der einzige Verkäufer. Man hat auf der Spielerfarm drei Verkäufer am Tag. Und die kann man entweder wegschicken. Ich hatte heute schon einen weggeschickt, der wollte Yaks kaufen. Und darum heißt der Stream auch heute, ich brauche ein Yak. Ich habe euch ja gestern mein Babyyak gezeigt, das total süße. Mit der Blume im Haar. Und wie ich schon vermutet habe, hat es das nicht lange ausgehalten, ein Baby zu bleiben. Es ist gewachsen. Und zwar so doll, dass es nicht mehr niedlich war. Ich will ein Yak. Nee, ich hätte gern viele Yaks, aber mit einem Yak kann man keine Yaks züchten. Wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Genau. So. Hier sind die Kinder auch schon groß? Oder sind das jetzt nur die Eltern? Elder. Elder heißt nicht Eltern auf Englisch. Solemn Sparkling. Das Viech, das hat wieder hier. Sullen heißt, das Tier sieht das Glas immer als halb leer an, nicht als halb voll. Das ist wirklich sehr schade. So, und jetzt habe ich noch ein Häschen mir jetzt rausgeholt. Das kann ich ja nicht mehr verkaufen. Der Verkäufer ist ja gerade abgehauen, habt ihr gesehen. So, im Discord chattet keiner, in Twitch chattet keiner. Also, ich habe mir eben. Liebes Discord, ich habe mir eben die App runtergeladen, aber da finde ich den Streamer-Modus nicht. Ich bin so blöd. Ich lerne das noch, okay, aber meine Kinder haben gesagt, Mama, du musst twitchen. Yay. I have the sexually bred a summer down cheap. Ja, das ist ja schön. Er erzählt gerade unten einer im Chat, dass er sie es. Oh, die eine geile Klamotte an. Was hatten die an? Rechtsklick und Hindleg. Okay, sie hat, das ist so ein Standard, so ein Default-Klamotte. Guck mal, hier das Häschen war gerade in dem Steig da drin mit den Ohren. Ja, manchmal überlagern sich Grafikelemente, das ist halt so. Es ist ja kein echtes Häschen, sondern nur eins aus Pixeln. Und wenn das unter den Steig hier drunter kommt, dann kann das schon mal durchgeschnitten werden. Das sind so Kleinigkeiten, da kann man mit leben. Ne? Wir haben ja alle Fantasie. Ach, guck mal übrigens. Hier, jetzt habe ich gerade meine Häschen gecheckt. Jetzt muss ich aber gerade noch mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Ach, da ist mein Stream, damit ich den Chat nicht übersehe. Mache ich das mal klein? Also, dass man den da nicht irgendwie. Ah, nee, den kann man hin und her schieben. Das war's dann aber auch schon. Stream-Chat. Sehe ich den überhaupt? Test. Very nice. Stream-Chat. Ich hatte das die Tage schon mal hingekriegt, dass ich das besser sehen konnte. Stream-Chat. Dann konnte man Räume machen. Stream-Chat. Okay. Das ist wieder alles so anders. Man. So, und ich kann meinen Stream überwachen, aber ich kann nicht gleichzeitig hier mein Discord überwachen. Mann, wie soll ich das denn machen? Moment, ich versuch's, ich krieg das hin. Nee, das ist der Chat. Genau. Ich habe mir den jetzt hier rechts reingeschoben. Warte mal, das kann ich auch ausblenden. Nee, da bin ich jetzt ein bisschen zu blöd zu. Aber wer auf Discord mitchatten will, im Moment weiß ich noch nicht, wie man das einbinden kann. Es gibt wohl eine Möglichkeit, das hier im Twitch-Stream einzublenden, den Discord-Link, sodass die Leute rüberkommen können. Aber da stand immer nur was von Abonnenten. Da müsstet ihr dann hier den Twitch-Stream abonnieren. Ich merke gerade, es wird langsam dunkel.
Da wäre es mal ganz gut, hier Licht anzumachen. Ich will jetzt auch nicht ewig hier streamen. Es geht ja auch eigentlich nur um meine Spielerfarm. Genau, da wollte ich eigentlich jetzt nicht täglich, aber doch häufig mal ein Update zeigen. Ich hatte gestern blaue und rote Drachen. Habe ich euch die gezeigt? Ich glaube ja. Und das sind jetzt hier meine blauen Drachen und die haben ein Ei gelegt. So, und das ist das Ei. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Man sieht zum Glück, das ist der, nee, die Tiamat. Genau, das ist die Mama. Und die hat leider schlechte Gene. Na, und hat aber trotzdem ein Ei gelegt. Und das hat auch schlechte Gene. Dankeschön. Das hat es dann von der Mama geerbt. Yay. Aber dafür sieht es gut aus. Handsome. Ist gut aussehend. The animal is better looking than most others. Genau. Sieht besser aus als die meisten anderen. Aber es ist halt noch ein Ei. Ja. Da müssen wir jetzt warten, bis es wächst. Und wahrscheinlich morgen schlüpft es aus und dann habe ich drei blaue und einen roten Drachen. Ja. Und wie wir ja auch schon gesehen haben, oh, jetzt brauche ich gerade mal ein paar Eimer. Sorry. Guck mal hier. Hatte ich die roten Drachen. Die machen auch roten Mist. Alle Drachen machen roten Mist. Vielleicht ist der Mist auch schon hier jetzt fertig. Ich habe nämlich da den Drachenmist reingemacht. Ja, guck mal, da ist jetzt Drachenkompost draus geworden. Das hatte ich euch ja auch schon erzählt. So, jetzt will ich aber noch mehr Drachenmist sammeln. Nein, nehme ich mir von dem Gnom. Hier hole ich mir ein paar Eimer. Ich zeige euch auch noch, wen das interessiert, zeige ich euch explizit, wie man überhaupt Mistkompost macht. Ich hatte ja immer schon mal das angesprochen, wenn ich vor diesem Komposteimer stehe und das nie so ganz genau gezeigt. Das kann ich dann mal bei Gelegenheit machen. Aber jetzt finde ich, haben wir noch andere interessante Themen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen können. Da ist das Kompostmachen irgendwie nicht so wirklich vorrangig, sage ich jetzt mal. Genau. Übrigens, ich muss mal ein bisschen jammern. Mir tut hier die ganze Zeit der Finger weh. Ich habe heute 3 Stunden Rasen gemäht und habe immer das Gras so aus diesem Auffangbehälter daraus getan. Und da muss ich in irgendwas reingepackt haben. Es tut jetzt weh. Eine Runde Mitleid, bitte. Ja. Ich bin auch unheimlich groß im Bild, sehe ich gerade. Da seht ihr meine Drachen gar nicht. Komm, wir machen die mal ein bisschen ins Bild. So, so ist besser, ne? Genau. Kann man die besser sehen. Mein ganzer Stolz. Oh. Ja, hier, das sind wieder so Grafikfehler. Aber pff, who cares? Mir egal. Okay, meine beiden roten Drachen. Da warte ich dann, bis die ein Ei legen. Das wird vielleicht einen Tag dauern. Drachen sind halt die langsamsten Eierleger überhaupt in dem Spiel. Aber mal schauen, was dann da rauskommt. Weil ich habe für diese beiden Drachen hier, die Eier für diese beiden Drachen als Job zu kriegen, habe ich, ich weiß nicht, Stunden und Stunden Drachen gekillt. Das war extrem langweilig. Und dieses Killen ist ja nicht meins in den Spielen. Deshalb leide ich da immer sehr. Ich langweile mich zu Tode. Ich mache dann irgendwas anderes oder lese ein Buch dabei, was auch immer. Auf jeden Fall hat das ewig gedauert und das war so langweilig. Aber wenn man dabei zuguckt, wie die ein Ei legen, wo man keinen Drachen für killen muss, erstens mal ist das viel schöner, ne, viel netter. Und man langweilt sich nicht so. Man kann ja währenddessen was anderes machen. Hier seht ihr meine Zygomiten. Wahrscheinlich zeige ich euch jeden Tag mal so einen Rundgang. So einen Rundgang um die Farm. Das wäre doch cool. Ist der Stream überhaupt live? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles. Keine Ahnung. Wenn ich was Neues mache. Immer, Leute, ich bin eine Oma, ja. Ich kann das nicht so schnell alles lernen. Aber ich jammer immer rum. Man sollte vielleicht auch mal die Klappe halten. Hier seht ihr jetzt meine Zygomiten. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, welche das sind. Also Baby, das ist auch wieder. Das haben ganz viele von meinen Viechern, dieses Genetic Inferiority, dass die sich nicht so gut, ihre Gene nicht so gut weitergeben. Mann, das habe ich überall. Ich habe so blöde Kackviecher, ey. Also ich habe immer, ich jammer immer rum. Seit 14 Jahren spiele ich dieses Spiel und habe immer Pech. Ja. Genau. Dann habe ich mal in einem Forum gemeckert und am nächsten Tag habe ich ganz viele tolle Drops bekommen. Manchmal meine ich ja die Schrauben da dran, ne? Ja, Gags. Aber naja. Big Bone, das war der Papa. Der hat schwere Knochen. Beim Pilz. Wie kann ein Pilz schwere Knochen haben? Oh, Mama. Ja, und die Mutter war sehr fruchtbar. Okay. Legen wir das Männchen des Schweigens darüber. So, jetzt ist hier mein Drache und das Ei. Ich könnte den anderen Drachen auch in das Gatter tun, aber wenn ich den später verkaufen will, ich habe den rausgenommen, weil der, wenn der hier im Gatter ist, wird der älter. In der Bank nicht. Ist jetzt nicht ganz logisch, aber Gott, das ist ein Spiel, ne? Und
Deshalb, ich wollte nicht, dass der älter wird und dann weniger wert, wenn ich den verkaufen will. Vielleicht verkaufe ich ihn noch gar nicht, aber bis ich mich entschieden habe, lasse ich den halt in der Bank. So, jetzt zeige ich euch mal meine Bank. Die Bank ist der Hammer. Mädels, Discord. Kann er quatschen? Also, wer reden will? Ich habe in meinem Discord-Chat, ich habe einen Discord-Chat mit meinen Bastelfreundinnen schon ganz lange. Und ich liebe Discord und ganz toll. Und wir haben in meinen YouTube-Bastel-Streams auch schon den Discord-Voice-Chat eingeblendet. Das war total toll. Und weil hier meine ganzen Bastelmädels sich jetzt nicht alle noch auf Twitch anmelden wollen, um hier mitzuchatten, sondern nur gucken. Man kann wohl auch Twitch gucken, den Stream, ohne dass man angemeldet ist. Aber dann kann man halt nicht chatten. Das ist ja bei YouTube genauso. Und da wollte ich denen die Möglichkeit geben, sich hier im Sprachchat zu beteiligen, weil dann muss ich da nicht hingucken. Dann höre ich das ja, was die mir sagen. Aber ihr hört das dann auch. Weil wenn nur ich das höre und ihr das nicht hört und ich antworte dann, dann wisst ihr gar nicht, auf welche Frage ich da geantwortet habe. Und dann geht es alles ein bisschen durcheinander. Deshalb habe ich den Voice Chat hier in meinem OBS, in der Oberfläche, auf der ich gerade streame, eingebunden. Man sieht die oben. Ich kann die auch mal, guck mal hier, sieht er das? Hier dieses Fairy Sail is known as Bärbe, bin ich. Muss ich noch ändern. Kann man ja auf Discord anpassen. Wenn ich rede, ist der Kringel grün. Seht ihr das? Grün, grüner Kringel, nicht grün. Genau. So, und wenn ihr auf den Discord-Server kommt, könnt ihr in diesen Voice-Chat mit rein und dann können wir reden. Ah, und ich sehe gerade auf OBS, auf diesem Stream, auf dieser Stream-Oberfläche, unten dieses, hier unten die ganzen Icons hier von meinem Desktop, die finde ich doof, aber so wie Area, die auch auf meinem Discord-Chat-Server ist, schon vermutet hatte, liegen diese Aussetzer, dass immer ein schwarzes Bild kommt, wenn ich auf dem rechten Bildschirm was mache, daran, dass ich ein Vollbild hatte gestern. Das Doofe ist, ich kann jetzt auch nicht meine YouTube-Kumpels fragen, weil ich habe schon angedeutet, dass ich auf Twitch streame und da kam direkt Verräter-Ausrufezeichen. Und das stimmt, so fühle ich mich auch. Also wenn ich auf Twitch gehe, habe ich immer das Gefühl, so hoffentlich sieht mich keiner. Ich bin ja YouTuber. Dazu muss man sagen, das ist ja keine Konkurrenzveranstaltung hier. Also ich finde es sehr verwirrend, habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber einige Funktionen finde ich unheimlich praktisch. Also du guckst, welche Zusatzfunktionen, so Ergänzungen, Add-ons oder was weiß ich es gibt für Twitch, wenn man streamen möchte, wenn man Spiele streamen möchte. Und da wird dir alles so richtig vor dir ausgebreitet. Das ist wie so ein Blumenstrauß aus Möglichkeiten. Wenn du auf YouTube bist, musst du dich irgendwie selber durchkämpfen. Also natürlich gibt es da auch Tutorials, aber YouTube ist halt schon seit über 10 Jahren die Plattform für Videoproduzenten. Und die Spiele kamen ja erst viel später dazu. Das heißt, da wird das Gaming ja jetzt so quasi aufgepfropft, während, so wie ich das hier verstanden habe, Twitch komplett als Gaming-Streaming-Portal gestartet ist. Man kann natürlich auch andere Sachen streamen, man kann Bilder malen und kreativ sein und da andere bei zugucken lassen. Aber es ist halt für die Gaming-Streamer hier wirklich der rote Teppich ausgebreitet und alles wunderbar. Und da hat natürlich Twitch YouTube etwas voraus. So, ich habe YouTube lieb, ich habe YouTube lieber. Das will ich euch nicht belügen hier. Aber das tut jetzt im Moment nichts zur Sache. So, jetzt ist hier wieder ein Baby geboren worden. Das sind die Eltern. Also Elder heißt älter im Sinne von alt und nicht Eltern. Das Wort ist ein bisschen ähnlich, ne? So, Glistening. Glistening. Hä, da sind nur die beiden drin. Ach, hier gab es ein neues Baby. Oh, ich bin doof. Ich bin doof. Elder. Glistening. Ich erkläre euch gleich, was ich hier überhaupt vorhabe. Regular und immune. Ist immun gegen Krankheiten. Nee, guck mal, das hole ich raus und dann lasse ich das direkt frei. Mit Adult. Hier oben ist es. Das war da. Nee, auch nicht. Hä? Ah, hier ist das. Mit einem Rechtsklick kann man vieles untersuchen, wie in vielen Spielen. Rechtsklick, dann kommt hier das hier, Get Info. Also dann kann ich mir angucken, wie alt das Tier ist und welche Eigenschaften es hat. Use, benutzen. Das ist einfach eine Auswahl, die ist bei allen Rechtsklicks benutzen. Aber ich kann das Tier nicht mit irgendwas benutzen. Da passiert nichts, glaube ich. A Release heißt, das machen wir jetzt mal. Den in die Freiheit entlassen. So, are you sure? Bist du sicher? You cannot reclaim this animal. Ja, du kannst es nicht wieder holen.
Aber yes, leider, also ich wünsche mir jetzt noch so eine. Oh, guck mal, die hat die Brille auf, die hatte ich. Verdammt, was hatten die für eine tolle Brille auf? Die will ich auch. Ich habe eben schon die Klamotten von der mir angeguckt, ne? Cosmetic Appearance, Navigator Goggles, Part of Navigator. Boah, das will ich auch. Kann sein, ich habe das schon. Ich wünschte mir, ich habe ja gestern, nee, am Montag habe ich rumgejammert, dass nur eine Zucht, ein so ein Zucht, so ein Breeding Pen, ne? Dass es nur ein so ein Zucht Stall gibt. Und dann haben die das Montag Mittag eingeführt. Das habe ich aber Dienstag erst gesehen, dass es dann, dass man dann, oder ich glaube, Montagabend erst gesehen, dass es jetzt auch eine Möglichkeit gibt, in den anderen Ställen zu züchten, unter bestimmten Voraussetzungen. Und seit ich das eingestellt habe, gibt es hier Nachwuchs in dem Hasenstall ohne Ende. So, und aber das fand ich so witzig. Also ich und andere in Foren haben rumgejammert, dass es nur einen Zuchtstall gibt, dass das viel zu wenig ist für all die vielen Tiere. Und dann haben die sich darauf eingestellt und haben das dann verändert. Wobei diese Änderung kam so schnell bei Jagex, dass ich schon die Vermutung hatte, dass sie da von vornherein das schon im Ärmel hatten, oder? Dass man in den anderen Ställen auch züchten kann. Naja, wie dem auch sei, man kann jetzt in den anderen Ställen züchten, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das geht nicht von alleine, das muss man, da muss man was für tun. So, und ich kann hier bei den Häschen jetzt züchten und auch bei den Zygomiten hinten, bei den Pilzmeneckes und hier, oh, ein gelbes Schaf und hier, hör mal, habt ihr gesehen, was ich gerade gesehen habe? Also hier, dieser Haufen war grün, definitiv, das habe ich genau gesehen und während ich darauf zugelaufen bin, ist der braun geworden. Das heißt, da hat sich dieser Mist verändert und das finde ich ein bisschen schräg. Das habe ich schon mal gesehen, aber jetzt habe ich es auf Video. Oh. Das finde ich ein bisschen schräg, weil der Grüne ist höherwertig. Whatever. Jetzt habe ich hier ein gelbes Schaf, ein goldenes, goldenen Widder. Krass. Adult. Gather produce. Oh Mann, der ist so hübsch. Aber er ist sickly. Sickly heißt, ich lese mal vor, this animal gets sick more easily. Der wird schneller krank. Und das ist eine. Das ist eine, nicht Charaktereigenschaft, aber das ist eine gengenetische Eigenschaft, die man nicht möchte. Das heißt, mit dem Schafbock hier sollte man nicht züchten. Aber wieso ist denn der gelb? White, weißer Bock steht da. Medium. Warum ist der gelb? Habe ich gerade gelbe Wolle ge. Hä? Das verstehe ich nicht. Also, ich habe gerade. Grüne, gelbe und blaue und rote Wolle gekriegt, als ich den kontrolliert habe. Und ich verstehe nicht warum, weil da steht weiß. Hier steht, das ist ein weißer Bock. Ja, und ich habe bunte Wolle gekriegt. Verstehe ich nicht. Also ich habe gedacht, dass solche besonderen Tiere, die so verschiedene Eigenschaften haben, dann diese besonderen sind. Die heißen dann Shiny. Die haben sich das so ausgedacht, dass das Shiny-Tiere sind, also leuchtende Tiere. Aber der leuchtet ja nicht. Der ist zwar golden, der sieht so golden aus, aber der müsste dann die Eigenschaft Shiny haben, habe ich gedacht. Ja, also ganz verstehe ich das noch nicht. Aber da das gerade das erste Mal vorgekommen ist und ich das auch jetzt erst seit letzter Woche Montag ist das neu eingeführt hier im Spiel. Weiß ich noch nicht so genau, wie das funktioniert, aber wir kommen ja dahinter. Genau. Und wer so Spaß dran hat, sich das hier anzugucken, der lernt das auch. So, den nehmen wir jetzt aber mal raus, weil ich will ja, dass die noch mehr Kinder haben. Weil hier dieses schwarze und dieses rote Schaf, rosa Schaf, hatten dieses Kind diesen goldenen Bock. Das ist deren Kind. Komm, jetzt machen wir mal den Mist weg. Das kann ich ja gar nicht mit ansehen. Echt. Der Grüne, das ist halt der, mit dem man auch Kompost gut machen kann. Aber mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil das lohnt sich kaum. Da gibt es bessere und schnellere Möglichkeiten, an diesen besonderen Kompost ranzukommen. Aber machen wir denen mal das Gehege schön, ne? Da habe ich ja Freude dran an sowas. So, nochmal gerade checken. Hier ist keiner, da ist keiner. Also ich bin ganz alleine. Aber das ist ja nicht schlimm. Was war das jetzt? Leute. Jetzt habe ich mich selber erschrocken. Ist das. Warte mal, wo checke ich denn jetzt meinen eigenen Stream? Ich werde bekloppt. Ich habe so viel Fenster auf, das glaubst du gar nicht.
Verdammt nochmal. Also manchmal. Komm, ich habe den Oma-Bonus, ja. Ich habe ja neulich schon mal angefangen, episch darüber zu erzählen. Quatsch, episch, das war eine halbe Minute von wegen. Senioren zocken, ne? Die sind noch älter, also die sind so richtig alt, so 70, 80. Und die werden dann von jungen Leuten vor ein Spiel gesetzt irgendwie und spielen das dann und geben dann blöde Kommentare ab. Das heißt, da zieht die Zuschauer das komödiantische Element an. Also das komödiantische Element ist das, was Zuschauer anzieht. So. Das kann man machen, ist nicht verboten und wenn die Senioren da Spaß dran haben, aber ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich finde es klar, für junge Leute, die irgendwie so auf hohem Level solche Spiele ja spielen und jeden Abend Bosskämpfe oder Dungeons bestreiten, ist das hier vielleicht langweilig und die finden das lächerlich, aber ich finde, mehr alte Leute sollten das aus Spaß am Spiel spielen und nicht, weil es komödiantisch ist. Das ist der falsche Grund, finde ich. Ich meine, wie gesagt, wenn die Spaß am Komödiantischen haben, bitteschön, aber ich genieße das Spiel und finde es schade, dass dann Senioren oder ältere Leute bei solchen Spielen dann doch auf dieses Komödiantische reduziert werden. So, Dankeschön, habt ihr mir zugehört, das habe ich jetzt mal gesagt. Dann habt ihr das hinter euch. So, jetzt haben wir hier aber den Mist von eben gesammelt, den will ich aber nicht. Ich will Drachenmist. Ich kann euch auch gleich dann mal zeigen, wie ich den einsammle hinten, diesen Ultra-Kompost. Das ist ein Tier, was bunte Wolle gibt. Rot, grün. Ich hatte, ich hatte mal gelesen, hier in dem Tutorial, in dem RuneScape-Tutorial, was jetzt neu rausgekommen ist, ein paar Tage nachdem die Farm hier neu eingeführt wurde. Übrigens, die ersten Versuche hier mit der Farm, die habe ich auf meinem YouTube-Kanal, User/FairySale. Und ja, da habe ich ja die letzten Tage immer rumgejammert, dass mir die Abonnenten da weggelaufen sind. Also da mache ich keine Spielestreams mehr. Die Welt ist nicht bereit dafür, für meine Spielestreams dann halt nicht. Nee, aber dieses Tutorial, da hieß es, dass, ihr seht das ja jetzt hier, man bestimmte Tiere, zum Beispiel diese bunten Schafe, züchten kann. Die an die Jahreszeit angepasst. Guck mal, hier siehst du es, Spring Sheared Wool. Das ist im Frühling geschorene Wolle. Hier steht Fall Faced Wool, also Herbstwolle. Winter Wolled Wool. Was ist denn das für eine Wortschöpfung? Okay, so weit geht mein Englisch auch nicht. Also das ist die Winterwolle und das ist die Sommerwolle. Also das Schaf habe ich gerade ge was bekommen, ne, dafür, dass es gewachsen war in diesem Stall. Da habe ich zweimal Sommerwolle, weil jetzt Sommer ist, gekriegt. Und einmal Frühlingswolle, eine Herbstwolle und eine Winterwolle. Aber warum, weiß ich noch nicht so ganz. Wie gesagt, ich habe immer gedacht, wenn diese Tiere diese ganz besonderen Eigenschaften haben, dann steht das auch bei denen drauf. Und hier bei dem goldenen, guck mal, wenn man sich den nochmal anguckt, da steht nur, dass der schnell krank wird. Und dass das ein weißer Hammel ist. Aber dass der irgendwie. Boah, dieses Fliegengeräusch, hört ihr das? Also ich habe die Hintergrundgeräusche von RuneScape ja schon leise gemacht. Aber die, wenn man hier am Kompass steht, total realistisch, schon zu realistisch, dann hört man Fliegen und das ist so eklig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ganz viele. Ich hole jetzt mal von dem Gnomen leere Eimer. Und jetzt stehen wir hier vor diesem Kompost. Empty Compost Bin. Leere den Kompost. Und weil ich leere Eimer hier seht ihr hier rechts, ne? Leere Eimer im Inventar habe, in meinem Rucksack, macht meine wunderhübsche Fairy Nice. Nimmt jetzt hier den Mist aus dem Kompost, bis er leer ist. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele das. Ah, es hat nicht gereicht. Oh, verdammt. 14. Bärbel. Ja, es sind meistens 15 drin. Allerdings hatte ich gelesen, dass dieses Outfit, was ich mir selbst gemacht habe, dazu führt, dass man mehr Kompost kriegt. Das habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können. Aber ich bin auch kein so ein Statistik-Freak, der alles aufschreibt. Sorry. So, jetzt habe ich diesen Ultra-Kompost. Jetzt habe ich aber auch Drachenmist im Portemonnaie. Genau. Der ist jetzt leer, der Kompost. Einmal. Also, jetzt habe ich hier Drachenmist im Fundus, in meinem Rucksack. Den benutze ich mit dem Komposter hier.
Jetzt tut sie diesen Drachenmist da rein. Das sieht ziemlich genauso aus wie eben der Kompost, den ich rausgeholt habe. Aber das ist ja jetzt der Ruhemist. Und wie wir ja alle wissen, müssen Abfälle jeglicher Art ja erst im Kompost erstmal verarbeitet werden. Von Mikroorganismen, von Regenwürmern, von allem möglichen Kram, dass da Kompost draus wird. Und ich habe das ja im Garten wirklich oft gemacht. Guck mal, du schmeißt deine Gemüseabfälle, deine Kartoffelschalen da rein und kommst nächstes Jahr wieder. Und dann ist das schöne, braune, lockere, saftige Erde, die richtig viele Inhaltsstoffe hat. Also es gibt nichts Besseres. Und hier dauert es kein Jahr, sondern irgendwie eine Stunde oder so. Ja. So, jetzt renne ich mal zur Bank und hole noch mehr Drachenmist. Ich habe nämlich schon ganz viel gesammelt. Genau. Jetzt nicht weglaufen, ja, auch wenn das total langweilig ist. Der Hahn, der kräht auf dem Mist. Oh, jetzt kommt das wieder. Jetzt. Ich dachte, ich hätte mich eben schon mal wieder eingeloggt. Ah ja, das Programm war eben, als ich versucht hatte, den Stream zu bearbeiten, war es wieder eingefroren. So, die leeren Eimer tun wir jetzt mal in die Bank. Wo ist der Drachenmist? Wo habe ich den denn? Da ist der Drachenmist. Da nehme ich mal 10 und noch mal ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel ich da eben schon reingetan habe. Es passen 15 Eimer rein. Ja, das sagt die Frau, die sich keine Zahlen merken kann. Aber das mache ich jetzt hier seit Jahren und das ist, da bleibt es irgendwann hängen, genau. So, jetzt machen wir den Drachenmist da rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier im Inventar sind die Eimer auch so ein bisschen hellrot. Also die haben schon eine andere Farbe als hinterher der fertige Kompost. Jetzt tue ich den da rein und ich tue den da rein und ich tue den da rein. Sehr hübsch, hübsch anzusehen, sehr entspannend. Jetzt ist der voll, dann mache ich den Deckel zu und jetzt steht the contents have begun to rot. Also der Inhalt hat begonnen zu verrotten. Genau, das ist doch mein Wort. So, dann kann ich so in einer Stunde oder so wiederkommen und dann haben wir super, also Ultra-Kompost, genau, das ist der tollste, beste. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn es wirklich Drachen gäbe und die Mist machen und man den verkompostet, dann würde wahrscheinlich die Luzi abgehen, wenn man das aufs Feld streut. Ne? Aber das ist ja nicht in der Wirklichkeit, sondern nur hier in dem Spiel. Jetzt muss ich gerade hier mal checken, da ist wieder ein Kind gewachsen. Das, nee, wo ist denn das? Producer, ey, ich glaube, der erste Hase, der drei Eigenschaften hat. Handsome und schief, den will ich da aber jetzt nicht drin haben. Sparkling. Brauche ich den darin? Das Producer, der macht viel Zeug. Das ist half empty. Ne, den wollen wir nicht. Den tue ich raus. Und dann lasse ich den auch gleich wieder frei. Der hoppelt dann in eine bessere Welt. Genau. Schade. Achso, das wollte ich eben noch zu Ende sprechen. Das fände ich schön, wenn man dann so eine kleine Animation hätte, ne? Wo man das Viech dann weglaufen sieht. Aber das ist vielleicht auch zu viel verlangt, weil man muss ja überlegen, für jede Animation, die ihr da seht, das muss ja programmiert werden. Jedes Tier, jede Bewegung muss irgendwo als 3D-Modell hinterlegt werden. Und wenn sie dann eins machen, wo man die so mit der Hand auf den Boden setzt, muss ja die ganze Figur programmiert werden. Ja. Zum Beispiel, wenn ich hier reingehe, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt hier reingehe und hier die Hasenköttel ausmiste, das ist diese Bewegung. Von Schaufeln und diese Schaufel dann so nach hinten schmeißen, das ist eine Bewegung, die ist programmiert, die ist immer gleich. Das heißt, wenn ich auch irgendwo ein Loch grabe, um Bäumchen zu pflanzen oder nach einem Schatz grabe, das gibt es auch, dann sieht das immer so aus. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr schön. Man, gut, man sieht jetzt nicht in echt, wie da was auf die Schaufel. Also, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, dass man eine Animation hat, wo man die wie wirklich hundertprozentig wie echt aussieht. Es kommt ja schon ziemlich nah ran für ein Browser-Game. Also ja, mein Lieblingsspiel, das wisst ihr ja mittlerweile. So, jetzt habe ich aber keine Lust hier die ganze Zeit. Ich hatte jetzt in dem aktualisierten Tutorial-Seiten gelesen, dass das nicht so schlimm ist, wenn die Gehege schmutzig sind. Ich habe gedacht, oh, dann werden die Tiere krank. Vielleicht ist das auch so, aber ich habe es bis jetzt auch nicht feststellen können. Dann schauen wir mal, wer hier geboren wurde. Young at heart, sparkling. Oh, das mag ich. Sparkling ist schon fast shiny. Young at heart brauchen wir nicht.
Die tun wir wieder raus. Ja, und dann können wir die freilassen. Das Ding ist, ich kann die nicht alle aufheben. Adolescent, adult. Ich zeige euch mal warum. Ich habe ja gestern schon erzählt, die Bank bei mir ist ziemlich voll. Hier unten sieht man das. Ganz unten, wo meine Maus sich gerade bewegt und wackelt, sieht man die Zahlen. Das hatte ich auch schon mal aufgeführt, was das bedeutet. Das ist 285 von 303 und 468 von 468. Das ist die normale Bank und die Bank, die Mitglieder dann noch zusätzlich haben, glaube ich. Und die ist sowieso voll. Die 468 von 468 sind proppenvoll. Das waren sie schon seit 10 Jahren oder so. Und dann von diesen Mitgliedern. Ach nee, Quatsch, wenn ich da mit der Maus drüber gehe, steht das da. Total Number of Member Banks. Okay, das ist die Mitgliederbank, die ist voll. Und das ist die für die Spieler der kostenlosen Version. Ich sage ja immer wieder, ihr könnt das auch kostenlos spielen. Da habe ich noch 15, 18 Plätze frei. Das ist natürlich nicht viel. Und wenn ich jetzt mal runterscrolle, haltet euch fest. Das muss man genießen. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das sind meine Hasen. Aha. Und ich habe schon ganz viele freigelassen. Oh, jetzt habe ich eine Latenz von höchstens 4-5 Sekunden. Das finde ich cool. Also ich habe hier so viele Hasen gesammelt und wenn man mit der Maus drüber geht, danke, Jagex. Danke, 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 Jagex, dass man das, wenn man mit der Maus drüber geht, so gut lesen kann. Dann kann man alle Eigenschaften sehen. Und weil die Käufer, hier dieser Elf, der eben abgehauen ist, als er 12 Hasen heute gekauft hatte von mir, also ich könnte mehr Hasen verkaufen. Und weil die Käufer bestimmte Eigenschaften favorisieren, wo sie dann mehr Bohnen für geben, ja, Bohnen ist ja hier die Währung auf der Farm, da habe ich gedacht, dann hebe ich mir doch mal auf. So alle. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, und jetzt kommen die auch noch da rein. Der ist handsome, also der sieht gut aus. Der glitzert. Boah, den könnte ich vielleicht noch brauchen. Ja, und der hier, da weiß ich, der Ricardo. Da weiß ich nur überhaupt nicht so genau, was ich mit dem machen soll. Ach so, und den wollten wir auch aufheben, oder? Also so langsam wird die Bank voll. Ich habe noch 14 Plätze. Da könnte ich noch 14 Häschen aufheben. Aber das muss aufhören. Also so geht das nicht weiter, dass ich jedes Häschen aufhebe. So geht das nicht. Jetzt müssen wir erstmal diese Hasenzähne, die wir eben geerntet haben. Oh, mein Mann macht wieder Schmusis. Ja, meine Discord-Mädels sind nicht da. Ist ja enttäuschend. Sonst jammern die immer rum, ihr Süßen. Jammert hier immer rum, so. Wir können nicht schreiben, wir können nicht mitmachen, wir wollen dabei sein. Ja, und jetzt habe ich das extra so eingerichtet und das war hart, ein hartes Stück gerade. Ich wollte diesen Chat, den ich euch ja hier beschrieben habe, ne, immer wenn ich so einen grünen Kringel um meinen Avatar hier links habe, dann rede ich gerade und das habe ich eingerichtet. Ich hatte das in auf YouTube schon mal eingerichtet, Mädels. Aber gerade, als ich das hier für Twitch einrichten wollte, das war etwas problematisch. Also ich habe es getan, nur für euch und jetzt seid ihr nicht da. Ja. So, also diese Bank muss noch leerer werden. Das mit den Hasen, da weiß ich noch nicht so genau. Ich weiß auch nicht genau, ob jetzt Winterwolle irgendwas wert ist. 500. Herbstwolle. Sommerwolle. Mäh. Ja, was mache ich jetzt damit? Weil. Eigentlich gibt es die ja noch gar nicht, ne, im Spiel, weil es ja noch gar nicht Winter ist, etc. pp. Und wenn ich jetzt einen Klick mache, hier gibt es so ein Symbol. Empty your backpack into your bank. Das heißt, leere deinen Rucksack in die Bank. Mit diesem einen Pfeil kann ich tschack alles auf einmal rausmachen. Das ist halt eine sehr, sehr, sehr nützliche Funktion. Aber jetzt habe ich hier diese Wolle in der Bank und habe natürlich wieder 4 Bankplätze weniger. Okay, den Hammel, den müssen wir mal. Wo sind die anderen Schafe? Ich hatte noch mehr. Habe ich alle Schafe verkauft? Ich tue den Hammel mal nach oben. Wie ihr seht, hier sind meine Kühe. Hier sind Hühner. Hier ist das schwarze Schaf Barbara. Das zeige ich erst, wenn der Michael mal zuguckt. Und Ultrakompost. Den möchte ich jetzt aber hier nicht in der Bank haben. Ja, man hat einfach so viel Zeug. Hühner. Ich kann die nicht wegtun. Ich habe da viele Bohnen für bezahlt, für die Hühner. So, jetzt gehe ich hinten auf die Karte. Ich klicke mit dem Pfeil, wer sich jetzt fragt, wie geht die denn dahin? Auf die Minimap um.
auf die Stelle, wo ich hingehen will. Und ich weiß hier, wo diese komischen kleinen Rechtecke sind. Da ist der Komposthaufen. Und wo der Kompost ist, da ist auch der kleine Gerätezwerg. Und dem kann ich sagen, dass der die alle für mich aufbewahrt. Jetzt habe ich diesen Drachen, diesen Ultrakompost gegeben. Den bewahrt er für mich auf. Der hat eine maximalen Platz. Mehr als 300 irgendwas geht nicht. Aber da sind wir noch lange nicht. Und den Drachenkompost kriegt man. Guck mal, jetzt habe ich schon 121 Drachenkompost. Das heißt zwar Ultrakompost, aber ich sage jetzt Drachenkompost. So. Weil Ultra sagt kein Mensch was. Da versteht ja keiner. So, und der Drachenkompost, der ist super toll und dann wächst alles noch viel besser als sowieso schon, aber ich sammle den jetzt erstmal. Ja, viel Geld kriegt man. Guck dir das an, da haben die schon wieder ein Häufchen gemacht. Ich fasse es nicht. Also meine Drachen, eigentlich müsste ich ja böse sein, dass die den ganzen Tag immer nur Häufchen machen, aber es ist jedes Mal super Komposten. Ja, und man kriegt Erfahrungspunkte dafür. Etwas über 500 für jedes Mal, wo man einmal schaufelt. Und wenn man Glück hat, muss man mehrmals schaufeln. 530. 530. Okay, 30 Bonus-XP sind dabei, wahrscheinlich, weil ich diese Farmer-Klamotte anhabe, die ich mir gemacht habe. Das Master-Farmer-Outfit. Dadurch kriege ich Bonus. Sonst würde wahrscheinlich wie sagt man, der Basiswert für Drachenscheiße schaufeln bei 500 Erfahrungspunkten liegen. Aber hier oben seht ihr diese kleine Gießkanne. Seht ihr die? Ich wackel mal mit der Maus. Ganz oben in der Mitte ist die kleine Gießkanne. Und das ist der Zähler für meine Erfahrungspunkte. Und wenn ich da mit der Maus rübergehe, steht da, Moment, Farming 105 von 105. 105 ist der Level. Ich hatte ja neulich, das war glaube ich noch auf meinem YouTube-Stream, habe ich erzählt, wie die Level hier bewertet werden. Es gibt oder es gab immer schon den Maximal-Level 99, darüber kam man nie raus, bis sie vor ein paar Jahren einen Skill, also eine Fertigkeit auf 120 erweitert haben. Den habe ich bis heute nicht, weil ich den Skill total doof finde. Und dann kamen zwei weitere Skills, die man auf 120 trainieren kann. Und einen davon habe ich, das Diebstahl. Also andere Leute beklauen. Das habe ich so lange gemacht, bis ich Level 120 hatte. Hat auch sehr großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Da habe ich glaube, wochenlang Elfen beklaut. Aber das war cool. Es hat Spaß gemacht. Und das ist ja die Hauptsache, ne? Und der andere Level 120er Skill, ach so, ist Erfinden. Man kann hier Dinge kaputt machen und wieder neu zusammensetzen, wenn man ein Erfinder ist. Genau. Und den Skill zu leveln, finde ich extrem schwer, aber da bin ich, glaube ich, die Einzige, weil ich nicht gerne kämpfe. Wenn man kämpft, kann man da schneller leveln. Das erkläre ich jetzt nicht. Das ist zwar alles sehr logisch, aber wenn man dann da benachteiligt wird in dem Spiel, weil man einfach keinen Bock zu kloppen hat, finde ich das schon ein bisschen traurig, aber gut. Darum wende ich mich jetzt nicht von RuneScape ab. Ach nee, den Kompost, ach doch, den habe ich hier gespeichert. Ach so, ihr seht übrigens, ich habe gerade diesen Kompost da reingetan, diesen Drachenkompost. Hier oben ist der jetzt. 36 habe ich. Ich hatte eben vier im Rucksack und habe die reingetan. Und dann seht ihr, dass in der Bank alles stapelt, außer den Tieren hier offensichtlich. Aber die sind ja auch jedes ist ja anders. Dann kann sich das nicht stapeln wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung. Hier zum Beispiel, da ist Futter für die Tiere, das stapelt. Da sind 26 Stück. Hier die Wolle stapelt. Die wird, wenn ich jetzt neue rote Wolle in meine Bank tue, wird die auf diesen Stapel draufgelegt. Hier wieder was anderes, 115. Hier so Rosmarinsamen. Da kann ich Rosmarin pflanzen. Der stapelt. Der Drachenmist stapelt. Gott sei Dank. So, und dadurch, dass sich solche Sachen stapeln, kann man natürlich viel, viel mehr als diese 468 und 303 Gegenstände in der Bank haben, wenn die sich stapeln. Und das ist ein Segen, weil, wie ihr seht, habe ich allein. Das ist hier oben übrigens mein Landwirtschaftstab. Ja, man hat hier einen Tab, alles Mögliche, da sieht man alles auf einmal. Hier habe ich einen Tab. Man kann die übrigens selber umsortieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das könnte ich ihn da mal rein tun. Und hier diese Flaschen. Das sollen so zwei Flaschen sein, deren Flaschenhälse so umeinander gedreht sind. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. So, wenn ich die da oben hin tue, in das oberste linke Fach von diesem Tab, seht ihr, dass in dem Tab dieses Symbol erscheint. Und so kann man seine Tabs selbst gestalten und
ich weiß, da wo dieser Barren ist, dieser Erzbarren, sind alle Sachen, die mit Handwerken zu tun haben. Ja, das ist eine Fähigkeit in RuneScape, Handwerken. Da kann man Sachen machen, da kann man sich Rüstung selber machen, oder Lederrüstung nähen oder Zauberstäbe schnitzen und sowas. Das macht super viel Spaß. Und Schmieden zum Beispiel. Man kann Sachen, Rüstungen schmieden, das ist zwar wieder eine andere Fertigkeit. Bergbau und Schmieden sind zwei Fertigkeiten. Handwerken ist eine dritte. Aber alles, was man fürs Handwerk, für Bergbau und für Schmieden braucht, ist hier drin. Genau. Hier, wo die Zipfelmütze ist, ist alles, was man anziehen kann. Also Handschuhe, Rüstungsteile, zweimal mehr. Ich habe ganz viel jetzt woanders gelagert. Das muss man jetzt nicht wissen. Hier, das ist eine Kette, die man umlegen kann. Hier kommt alles rein, was so wie als Schmuck oder Deko, ne? Die man sich hübsch machen kann. Reinkommen. Gut, und das hier oben, das ist ganz oben links, habe ich abgelegt, diese Maske. Das ist so eine exotische Maske. Und ich sehe, da wo die ist, sind all meine Landwirtschaftssachen. Die exotische Maske hat einen bestimmten Zweck. Da kann man sich zu so einem Urwald teleportieren, wo so ein Hexendoktor da sein Unwesen treibt. Aber das führt jetzt alles viel zu weit. Das sind halt Spielinhalte aus 14 Jahren. Und die sind hier in dieser Bank. Genau. Ja, und seit vorgestern ist die Bank voller Hasen. Also das, keine Ahnung, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das wieder abbauen soll. So geht das nicht weiter. Ne? Und drei Zygomiten habe ich schon in der Bank. Einer, der ist loyal, einer, der ist immer fröhlich und einer, der hat wieder diesen genetischen Defekt. Ach Gott, nee. Gut. Oh, guck mal hier. Habt ihr das gesehen? Drei gleichzeitig. Southern Pen. Das ist der hier. Und im Südwestlichen. Wie ihr euch denken könnt, ich gehe mal oben auf diese Windrose. Wenn man da drauf klickt, guck mal, egal wie ich jetzt drehe, nicht, dass ihr euch schlecht wird gleich. Wenn ich hier oben in dieser Minimap, in der oberen linken Ecke der Minimap, auf diese Kamera klicke, tschick, dann richtet die sich nach Norden aus. Und wenn jetzt das Programm mir gerade sagt, der Chat unten sagt, dass im südlichen Gehege drei Babys geboren worden sind, ich weiß nicht, wie ein, war das eine Drillingsgeburt, ne? Wie ein Paar drei Kinder haben kann, ja, wenn man eine Drillingsgeburt hat, dann richte ich das nach Norden aus, dann weiß ich, wo Süden ist, das heißt, das ist der hier. Da stehe ich gerade vor, das ist der hier, genau. Und da klicke ich dann drauf. Das ist wieder, das ist der Vater. Ah, da ist ein Kind groß geworden. Das nehme ich mal raus. Aber es muss neue Babys geben. Drei Stück sogar. Doch, das geht. Genau das. Ach nee, das. Baby Chief. Ich überlege gerade, ob... Nee, das will ich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Young at heart. Baby. Das ist auch young at heart. Ich nehme das mal raus, weil ich will noch mehr Babys haben. Also, hier ist auch eins geboren worden eben. Wo ist denn das? Ja, Mutter, Vater, Kind. Stop, Baby, zurück. Genetische, bla bla bla. All less likely, kommt direkt weg und wird verscheucht. Diese ganzen Eigenschaften, schaut mal hier, ne, in diesen Kästen hier. Young at heart, spark, also jung, der altert, warte mal, steht dann dabei. Young at heart, der altert langsamer, der bleibt länger jung. Also jung im Herzen, young at heart, jung im Herzen, okay. Und sparkling heißt, dass der glitzert. Und dann steht in dem Text, there's something almost shiny about this animal. An diesem Tier ist etwas fast glänzend. Shiny heißt glänzend. Also das ist, da chattet keiner jetzt. Ne? Ich habe den Chat im Blick hier, den Stream-Chat, aber da chattet keiner. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Also ich möchte mich ja nicht dumm anstellen. So. Und shiny ist das Zuchtziel auf der Spielerfarm.
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, wahrscheinlich glänzend, ja, dass man ein glänzendes Tier züchtet, weil das besondere Eigenschaften hat. Und so wie ich gelesen hatte, zum Beispiel, kriegt man von einem shiny Schaf bunte Wolle. Und das ist genau das gewesen, was ich eben gekriegt habe. Aber das Tier war nicht, also es stand nirgendwo shiny drauf. Das heißt, ich habe schon ganz viele Hasen gestern und heute zum Teufel gejagt. Die Kinder von solchen, das erkläre ich gleich, die Kinder von diesen hier, weil ich dachte, die haben ja diese Eigenschaft shiny nicht. Aber vielleicht gibt es diese Eigenschaft shiny auch gar nicht, wenn man die Tiere checkt, sondern man sieht erst, wenn eins shiny ist, wenn es ausgewachsen ist. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre ja doof. Weil dann müsste ich ja die Viecher nicht alle rausnehmen, um sie zu verkaufen. Das macht man, wenn sie jugendlich sind. Weil da sieht man noch nicht, wie sie fertig aussehen hinterher. Jetzt wird es kompliziert, oder? Oh Gott. Also ich muss warten, bis die größer werden hier. Und die nicht immer alle als Babys schon rausnehmen. Und dann werde ich erfahren, ob das Shiny-Tiere sind oder nicht. So, Tiere hinzufügen tut man, indem man hier Add oder Remove. So, und dann sieht man hier, Lola und Harvey sind schon hier drin. Die laufen hier hinten rum. Das sind die, die im Stall sind. Und im Backpack, also ist ein Rucksack, da sind die drin, die in meinem Rucksack sind. Logisch, ne? Dann tue ich. Ah, welchen nehmen wir denn jetzt? Wenn ich draufklicke, kann ich sehen. Der ist Chief. Young at Heart. Bleibt länger jung. Ach, die hat wieder schlechte Gene. Gut, nehmen wir die mal rein. Dann lassen wir die mal auswachsen und hoffen auf das Beste. Ja. Na, wieder alles falsch gemacht, ne? Meine Güte. Aber das wurde so in dem Tutorial auf der Hilfeseite nicht beschrieben. RuneWiki, ne? Ist so die Quelle. Ja. Ich sehe aber gerade hier, ich sitze gleich im Dunkeln. Und Gott, 10 vor 8 ist schon so dunkel. Ja, jetzt die Tage werden kürzer seit Ende Juni, ne? Man hat es bis jetzt nicht so gemerkt, aber ich merke es jetzt hier gerade ganz doll. Und ich habe zwar ganz tolle Lampen, die habe ich aber den ganzen Sommer über jetzt nicht gebraucht. Das heißt, die stehen irgendwo eingepackt und die kriege ich jetzt nicht aufgebaut. Und deshalb lasse ich euch jetzt mal hier alleine. Es war schön mit mir hier beim Spielen. Ich halte das jetzt einfach mal so bei, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig, wenn ich spiele, euch das zu so zeigen, wie meine Farm aussieht, weil die sich ja doch immer wieder verändert. Und vielleicht gucke ich mir in einem Jahr oder so die Streams selber nochmal an. Wenn die Farm dann ganz, 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 ganz super toll ist und ich überall nur noch ganz tolle Edeldrachen habe. Und dann schauen wir zurück mit Wehmut in die Zeit zurück. Ach, wisst ihr noch, wo wir nur einen Drachen hatten in einer Farbe? Oh, genau. Und auf meinem YouTube-Kanal, ich hoffe, das ist erlaubt, hier auf Twitch Werbung für YouTube zu machen, auf meinem Haupt-YouTube-Kanal, /User/FairySale, mache ich dann auch Gartenvideos. Echt mit einem echten Garten und echtem Mist, genau. Ich wollte mich hier auf Twitch, nee, da hatte ich den Namen Fairy Sale, stimmt, den hätte ich vielleicht beibehalten sollen, weil der YouTube-Kanal auch so heißt. Aber dann wollte ich mich so nennen wie hier meine Figur im Spiel, Fairy Nice, und der Name war schon vergeben, dann habe ich so einen Unterstrich dazwischen gemacht. Weil Fairy Sale im Spiel nenne ich mich nicht, das versteht keiner. Fairy Nice fand ich besser, aber irgendwie ist es doof, ne? Weiß auch nicht. Da finde ich noch eine Lösung. Mir fällt noch was ein. Und dann höre ich jetzt heute für heute mal auf, bevor es hier dunkel wird und ihr mich gar nicht mehr seht. Meine Kamera hat schon eine gute Lichtstärke, ne? Finde ich gut. Also kann man hier irgendwie auf Twitch so Sponsored Links machen, so Affiliate Links zu Logitech? Ich glaube nicht, ne? Wir sind nicht auf YouTube. Da würde ich das sofort machen. Weil wie geil die Kamera ist, seht ihr ja gerade, dass ich hier mit fast keinem Licht mehr, es ist fast dunkel hier, immer noch streamen kann. Okay, ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken und fürs Nicht-Chatten. Das holen wir nach. Ein andermal, genau. Und dann, ja, gehabt euch wohl und ich hab euch lieb. Ich hab euch so lieb. So wie kleine Kaninchenbabys. Genau, so lieb. Und ich sammle euch alle in der Bank, wenn ihr zu mir kommt. Genau.